Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Gabriel Knight 2 The Beast Within mit mir, den Pyrus. Wir machen weiter. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und willkommen zur neuen Folge. Ich bin gespannt, wie heute das sechste und damit auch das letzte Kapitel wird. Gabriel wurde ja gebissen. Das wissen wir ja schon. Und jetzt heißt es, ja, mal gucken, was es jetzt heißt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ah, jetzt.
sagte, sie soll dies zu meinem Herzen in Altötting legen. Sie haben einen Besucher. Oh ja, und damit geht es jetzt weiter. Gabriel ist fast am Ende mit einem Biss. Oder gehen wir mal zu ihm hin. Ich bin hier. Ich hab Scheiß gebaut. Ich weiß. Ist schon in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Überhaupt nicht. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Ich habe um historische Dokumente über den Schwarzen Wolf gebeten. Sie sind gestern gekommen und von Glovers Name steht drauf. Ich habe Werner Huber so lange bedroht, bis er mir sagte, wo du bist. Ja, prima. Dummerweise kamen die Preußen diesmal ein bisschen zu spät. Wenn du nicht so ein Idiot gewesen wärst, wenn du mir gesagt hättest, wo du bist, hätte ich dich vielleicht vor Tagen retten können. Vielleicht lasse ich ihn mir lieber abkauen, als dass ich mich mit deiner Besserwisserei rumärgern muss, was? Du. Vergiss es. Die Dinge sind nun mal, wie sie sind. Erinnerst du dich, worüber du die ganze Zeit auf dem Weg geredet hast? Deine Vision von Ludwig? Ob du es glaubst oder nicht, das könnte uns heraushelfen. Ich prüfe gerade ein paar Sachen. Mr. Smith passt auf dich auf. Okay? Ja. Was auch immer. Oh, es geht zu Ende mit ihm. Nochmal ansprechen? Du hast hohes Fieber. Gutes Training für die Hölle. Bald geht's dir besser. Keine Chance, Grace.
Ich möchte ihn nicht stören. Ach du Scheiße, okay. Vogel scheint es hier zu gefallen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, aber das ist jetzt hier. Aufs Minimum wohl unser Inventar. Moment mal, was? Wir müssen uns alle mal durchlesen, ne? Ja. Die beiden. Aber auf jeden Fall wurde unter Inventar aufs Minimum runtergebrochen. Ah, ich habe vergessen zu speichern. Kapitel 77. Nö. Nee. Kapitel 6. Das müsste ja noch gehen. Haben wir noch nichts gemacht. So. Gracie, es hat sich etwas ereignet. Ich arbeite an einem neuen Fall. Zu schade, dass du nicht hier bist, um mir zu helfen. Aber Gerde kann alle Nachforschungen anstellen, die ich brauche. Sobald ich kann, werde ich anrufen oder schreiben. In der Zwischenzeit mach weiter und kümmere dich ein bisschen um den Laden, wenn du willst. Also ich vergrüße. Das hatten wir aber schon. Das mit dem Laden hatten wir schon. Das hier? Gracie, du hast dich entschlossen, herzukommen. Das ist großartig. Hallo und so. Ich bin sicher, Gerde und du werden miteinander klarkommen. Danke, dass du das Werwolfbuch gefunden hast. Mir ist noch nicht klar, was all das bedeutet, aber es könnte hilfreich sein. Über Ludwig könntest du einiges dort haben. Übergrau sagt, dass du zwei Orte checken solltest. Da ist ein Schloss Neuschwan oder so und es soll auch ein Museum über ihn geben irgendwo. Es wäre wirklich sehr gut, wenn du da ein bisschen Zeit investieren könntest. Keine Sorge, diesmal läuft alles recht glatt. Ich habe einen Verdächtigen zu einem Jagdclub verfolgt, der von einem Mann namens von Glover geleitet wird. Er scheint in Ordnung zu sein, aber ich bin mir sicher, dass mit mindestens einem der anderen etwas nicht stimmt. Du brauchst dir trotzdem keine Sorgen zu machen. Ich habe einen Kriminalbeamten Leber kennengelernt, also habe ich Rückendeckung. Ich werde das bald abgeschlossen haben. Bleib ruhig und genieße deinen Aufenthalt, bis ich komme. Gabriel. Waren wir denn eine Kunststimme und okay, das hatten wir auch schon. Ich kann den Vogel durch die Gitterstäbe nicht erreichen. Das ist die Kirche. Ich kann den Vogel durch die Gitterstäbe nicht erreichen. Bürgermeister Habermas hat heute bestimmt sehr viel zu tun. Okay. Haben wir nicht wieder Post bekommen? Grüß Gott, Frau Nakimura. Grüß Gott. Haben Sie etwas für mich? Nicht für Sie, aber für den Schattenjäger. Für Gabriel? Was ist es denn? Ich bringe es zu ihm, ehrlich. Ja, ist recht. Hm? Was war denn mit ihr los? Ein Brief von Glover. Und er hat auch den Ritter-Talisman zurückgeschickt. Gabriel, ich weiß, du bist im Augenblick sehr krank. Die Verwandlung ist immer schmerzhaft. Ich habe es selbst durchlebt, als ich erst 12 Jahre alt war. Und ich hatte keine Ahnung, was mit mir geschah. Es tut mir leid, dass ich nicht da bin, um dir zu helfen. Aber mir ist schon klar, dass du meine Anwesenheit nicht begrüßen würdest. In Rittersberg bist du sicher. Für den Augenblick ist das genug. Lass mich also von der Zukunft sprechen. Du hast mich jetzt, das weiß ich. Doch ich habe die Hoffnung, dass du die Dinge anders sehen wirst, wenn der zweite Mond vergangen ist. Wenn die Krankheit weicht und das Blut dich größtenteils entflammt hat. Du wirst mich dann brauchen. Und ich denke, du wirst mich dann herbeiwünschen. Angesichts dieser Hoffnung habe ich dich in der Nacht, als dich von Zell gebissen hat, nicht getötet. Ich hätte es tun können. Es wäre leicht gewesen, die Männer zu wecken, ihnen die Leiche von Zells zu zeigen
und eine Geschichte zu erfinden, die sie wütend genug gemacht hätte, dich zu töten. Ich habe es nicht getan. Betrachte dies als Beweis meines aufrichtigen Verlangens, Freundschaft mit dir zu schließen. Ich habe mich länger nach Gemeinschaft gesehnt, als dein Leben an Jahren zählt. Ich habe sogar, wenn auch sehr selten, das Wagnis auf mich genommen und andere verwandelt. Doch das Blut war zu viel für ihren Geist und meine Erwählten starben oder sie wurden verrückt. Daher gründete ich den Jagdclub. Ich dachte, sie könnten für die Verwandlung bereit sein, nachdem ich zunächst ihren Geist für die Religion von Zahn und Klaue gefügig gemacht hatte. Es ließ sich nicht verwirklichen, wie du gesehen hast. Von Zell war der Beste der Gruppe. Hätte es mit ihm funktioniert, hätte ich die anderen genommen, doch jetzt lohnt sich nicht einmal mehr der Versuch mit ihnen. Doch du bist anders. Du bist ein Ritter. Dein Blut ist bereits übernatürlich. Ich habe in diesen langen Jahren viel studiert. Als wir uns begegneten, fühlte ich, dass du durch die Gabe nicht zerstört würdest. Du trägst bereits einen gewaltigen Zug der Bestie in dir und du verfügst über eine angeborene Stärke im Okkulten. Du wirst in der Verwandlung mächtig und schön sein. Ich bin mir dessen sicher. Es war nicht meine Absicht, es so bald und auf diese Weise geschehen zu lassen, doch mag das Schicksal seine eigenen Gründe dafür haben. Doch wie verwirrt musst du sein. Du magst das Gefühl haben, ich hätte dich benutzt, um von Zell zu beseitigen. Es ist wahr. Man musste sich um ihn kümmern und du kamst gerade recht. Was sollte ich tun? Ich bin zu alt, um nicht wenigstens so viel über das Licht verstanden zu haben. Man kann es nicht verlöschen. Es ist besser, es hereinzulassen und langsam schwächer werden zu lassen, bis es sich der relativen Helligkeit im Inneren anpasst. Überdenke diese Dinge gut, während sich dein Körper daran gewöhnt. Denke daran, mich in 2 Monaten in München zu treffen. Ich werde dich lehren, zu jagen, sicher und gut zu leben. Oh, wie nett. Du kannst den Nachtwind auf deinem Gesicht spüren und den Herzschlag des Todes unter deinen Klauen schmecken. Es ist großartig, viel prächtiger als alles, was das priesterliche Leben eines Schattenjägers zu bieten hat. Lass dich nicht von Gedanken über Gut und Böse verwirren. Die Natur zeigt uns, dass es diese Unterscheidungen nicht gibt. Wir haben beide etwas von unseren Vorvätern geerbt. Ist dein Erbe weniger Fluch oder Segen als meines? Komm zu mir, dein Friedrich. Okay, dann war es das, dass wir in dieser Anfangssequenz ihn nochmal gesehen haben. Dann war das, wie wir in der Anfangssequenz kurz schon mal gesehen haben, den Friedrich, aber es war der Baron, ne? Ja, ich glaube ja. Dann scheint er ja schon sehr alt zu sein. Ich erzähle ihm alles von dem Brief, irgendwann. Wenn ich alles andere geklärt habe. Ich möchte ihn nicht... Okay. Alter... Also hat hat der schon sehr lange gelebt, der Baron. Der hieß Werner doch. Scheint ein ähnliches Interesse an einem Gespräch mit mir zu haben, wie ich mit ihm. Er hat ein schlechtes Gewissen wegen Gabriel. Ah ja, dann nehmen wir sie hier. Setzen Sie sich, Grace. Gabriel? Gabriel scheint ernsthaft krank zu sein. Ja, hat er. Sein Körper bekämpft das Böse in seinem Blut. Meine Liebe, ich würde nicht darauf bauen, dass Gabriel freundlich oder kooperativ ist. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes nicht er selbst. Sie wollen sagen, es soll mir nichts ausmachen, dass er so ein Scheißkerl ist? Keine Sorge, er ist immer so. Es wird schlimmer. Glauben Sie wirklich, dass er eingesperrt bleiben muss? Es ist so grausam. Es wird in Liebe sein, zu wissen, dass er eingesperrt ist und niemand verletzen kann, wenn er sich verwandelt.
Das könnte sein. Seine einzige Hoffnung ist die Zerstörung seines Schöpfers. Ich weiß. Was? Das heißt, weil die Zerstörung seines Schöpfers ist. Ist es dann der Baron? Also Friedrich ist doch der Baron, oder? Das war doch, ich kenne ihn, ich habe mir nur als der Baron jetzt gemerkt. Ich glaube, es war bei Friedrich. Meine ich. Dass er das war. Ich habe mir nur den Nachnamen gemerkt, wie Klingmann. Der Baron. Okay, der Baron ist kein Nachname, aber vom Prinzip her. Oder immer das gemerkt, was am öftesten, wie sie meistens betitelt werden. Na gut, unser Plan? Emil wird im Verlies auf Gabriel aufpassen? Ja, Grace. Außerdem haben Sie sich um andere Dinge zu kümmern, ja? Ja, die Oper. Und der Bauplan, ich muss ihn holen. Glauben Sie, dass Sie das allein tun können? Warten Sie nur ab. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich da die suchen muss. Ich meine, wir müssen nochmal ins Museum auf jeden Fall. Aber, mal gucken. Altötting? Wissen Sie etwas über Altötting? Ja, dort steht ein Pilgerschrein. Emil und ich sind dort gewesen, aber damals wusste ich nichts über die Herzurnen. Es ist einer dieser Orte mit besonderer vibrierender Energie. Es ist sehr stark dort. Ich glaube, dass die dort das erste Wunder Mitte des 18. Jahrhunderts hatten. Aber die schwarze Madonna ist noch viel, viel älter. Von Glovers Brief. Hier ist etwas, was Sie sehen sollten. Oh, mein Gott. Hat Gabriel das gesehen? Nein. Meine Liebe, ich kann ja Ihren Widerwillen verstehen, aber es ist sein Karma, wissen Sie? Es ist seine Wahl. Er ist der Sohn. Von Glover ist der Sohn von Ralik. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Und er will Gabriel. So sieht's aus. Aber das muss nicht heißen, dass Gabriel dieses Leben will. Er hat nicht gebeten, gebissen zu werden. Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Er kriecht zu gerne auf allen Vieren herum. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass die Wahl leicht wird. Es ist ein Kampf, den er ausfechten muss. Was Sie tun müssen, ist an ihn zu glauben. Das ist alles, was Sie tun können. Jetzt passen Sie gut auf. Jetzt passen Sie gut auf. Werner scheint ein Ludwig, ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Okay. Können wir mal in die Kirche gehen? Aber mal gucken, wie wir. Ich möchte Sie nicht stören. Okay. Die sehen besser aus. Gerde scheint Wolfgang wirklich geliebt zu haben. Achso, nee, mehr ist ja nicht, ne? Ja. Ja, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Die Lilien sind also doch endlich tot. Die Lilien sind also doch endlich tot. Ah ja. Wie geht es Gabriel? Geht es ihm auch gut? In Ordnung, Gerde. Sagen Sie es, falls ich helfen kann. Klar. Danke. Gerde hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im Augenblick nichts. Ich weiß nicht, warum sie das interessieren sollte. Was ist denn da?
Kopfkissenbezug. Ich habe jetzt nicht die Zeit, die restlichen Laken auf das Bett zu legen. Ich habe jetzt nicht... Ja, war Gabriel, ne? Ich glaube, die Zeit für Recherchen ist vorbei. Okay, also hier kann ich jetzt machen? Dafür habe ich heute keine Zeit. Okay. Ich weiß, hat sie jetzt 1000 Mal gesagt, aber ich gehe mal lieber nur mal sicher, dass auch alles nicht noch einmal heißt, dass irgendwas... In dem Geheimgang gibt es nichts, was mir jetzt helfen könnte. Okay. Aber sehr gut, dann sagt ihr Spiel jetzt sogar selber, hey, das und das geht nicht. Dass man hier nicht rumirrt wie ein Irrer und irgendwie denkt, okay, wie geht jetzt weiter? Weil wir sollen mit dem Kopfkissenbezug machen, deswegen... Ich denn mit dem... Ich kann den Vogel durch die Gitter... Ich kann den Vogel durch die Gitterstäbe nicht erreichen. Ja, muss ich ihn denn erreichen? Ich glaube... Gabriel hinterlässt hier sicher bald seine Spuren. Ja gut. Das ist ein, Gehen wir hier hin. Da waren wir noch gar nicht. Nice. Gut. Dann würde ich sagen, mach mal 79. Genau, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Und ich danke fürs Zuschauen, fürs Mitarbeiten. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal hier wieder einschaltet zu einer neuen Folge Gabriel Knight 2. Bis dann, euer Pirate. Ciao. Bis zum nächsten Mal rein. Tschüssi. Bis dann. Ciao.